Hallo und willkommen zu diesem kleinen Guide-Video zum Erfolg Meister der Münze Welt 2 hier auf gatenews.de. Auch für diesen Erfolg müsst ihr wieder drei Abenteuer auf Gold bestehen, diesmal in der Welt 2 wieder im normalen Modus und natürlich das Ganze wieder auf Zeit. Auch die Belohnung ist sehr identisch, es gibt wieder 5 Erfolgspunkte. Und ja, in diesem Video zeige ich euch, was ihr genau tun müsst. Im Abspann findet ihr auch das Video zum ersten Teil, alles rund um die erste Welt. ArenaNet hat sich ein paar sehr interessante Gedanken bei diesem Abenteuer gemacht, denn tatsächlich ist es nicht so, dass ihr innerhalb von einer gewissen Zeit durch das komplette Level oder durch die komplette Zone laufen müsst, sondern ihr habt hier 8 Münzen, relativ zu Anfang. Der Zeitumfang liegt wieder so bei 2 bis 3 Minuten und ja, ihr seht, das ist hier in der Zone 1 noch relativ simpel. In den Zonen 2 und 3 hört es dann auf mit dieser simplen Sache. Es wird sogar richtig, richtig hart, weil ihr teilweise sehr, sehr viel Strecke zurücklegen müsst und teilweise Probleme mit den Checkpoints habt. Dazu werde ich dann nochmal was sagen, wenn wir in den entsprechenden Zonen unterwegs sind. Hier spielt sich alles ab noch vor der Phase, bei der wir aufs Floß springen. Das heißt, alle diese Münzen lassen sich relativ schnell und relativ einfach hier verdienen. Und dieser ganze Inhalt kam 2019 neu ins Spiel. Und wenn ihr das hier 2020 oder 2021 oder wann auch immer schaut, lasst einen netten Kommentar da. Ich freue mich über sowas immer. Ja, hier die Münzen. Wie gesagt, das ist relativ simpel. Es gibt bestimmt eine Menge Optimierungspotenzial an der Stelle. Und vielleicht auch den ein oder anderen Trick. Hier jetzt in der Zone 1 eher weniger, in den Zonen 2 und 3 wird das schon spannender. Und in der Zone 3 habe ich sogar einen sehr, sehr schönen Trick für mich entdeckt inzwischen. Ja, ansonsten gibt es hier gar nicht so viel Spannendes zu erzählen. Ihr solltet die Wege alle kennen. Ihr wart hier alle schon mal unterwegs im Normal Mode oder vielleicht auch im bockschweren Modus. Also hier überhaupt keine großen Erklärungsinhalte und auch überhaupt keine Schwierigkeiten, was den Zeitfaktor angeht. Ihr könnt sogar leicht neben diese Münze springen, wie ich hier offen bewiesen habe. Schauen wir weiter in die Welt 2. Und da ist das Ganze schon etwas schwieriger. Ihr müsst euch nämlich erstmal fast bis zum Ende durchspielen. Also hinter den Oktopus, der bei dem Haus mit den ganzen Assassinen und den Fischen unten im Erdgeschoss liegt, da müsst ihr euch erstmal hinspringen. Da erwartet euch dann der NPC, mit dem das Abenteuer beginnt, Gordon in der SAB-Version. Und jetzt kommen wir zu den großen Problemen. Ihr schaltet zwischendurch Checkpoints frei. Und wenn ihr sterbt, werdet ihr an diesen Checkpoints wiederbelebt. Und mitunter ist es sehr, sehr weit und sehr, sehr schwierig, von den Checkpoints wieder zurückzukommen. Manchmal sogar komplett unmöglich. Und deshalb hier der Trick. Wenn ihr sterben solltet, lasst das einfach auslaufen, wartet einfach und nach einer gewissen Zeit werdet ihr zurückgeportet. Versprochen. Ihr müsst manchmal einfach nur ein bisschen geduldig warten und dann kommt ihr auch wieder ans Ziel beziehungsweise wieder zurück zum Start zu Gordon. Ansonsten müsst ihr hier schon deutlich geschickter im Springen sein. Einen Fehler könnt ihr euch eigentlich nicht so richtig erlauben. Hier nochmal der Tipp, geradeaus und links, um schnell durch diese Teleportplatten durchzukommen. Und hier wird es dann halt wirklich knifflig mit den Sprüngen. Zeittechnisch war ich auch recht knapp dabei, muss ich an dieser Stelle gestehen. Und es war auch ein bisschen glücklich. Ich hatte dieses eine pulverisierte Fass hier vorne noch rumstehen. Das heißt, ich bin nur bis hierhin im Versuch vorher gekommen. Ich versuche das immer so ein bisschen zu kombinieren. Während ich erkunde, auch schon aufzuzeichnen, in der Hoffnung, dass ich vielleicht das Ganze im ersten oder zweiten Versuch aus Versehen erfolgreich abschließe. Das ist hier in diesem Fall nicht passiert. Keine große Überraschung. Ich habe aber hier, wie gesagt, diesen letzten Checkpoint hier vorne habe ich nie erreicht gehabt. Also bis hierhin bin ich schon nicht gekommen. Wir sind schon auf dem Weg zur letzten Münze. Ich bin immer so ein kleines bisschen irritiert, wo die richtigen Wege sind. Ich bin so viel komplizierte Wege aus dem bockschweren Modus gewöhnt, dass ich manchmal keine Ahnung habe, wo der normale und entspannte Weg liegt. Hier muss ich sagen, hätte ich zum Beispiel gar nicht hochgemusst, hier hätte ich sofort
links unten rumgehen können, um zu diesem Schwungpendel zu kommen, zu dieser Holzplanke, die wir gegen die Glocke hauen müssen. Und da liegt nämlich auch die letzte Münze, die man finden muss. Da hätte man also schon durchaus an Zeit sparen können. Das hier ist keine Bestzeit. Anders übrigens als gleich in Zone 3. Da möchte ich mir selber mal ganz kurz auf die Schulter klopfen. Zone 3 war ein absoluter Genuss. Die habe ich übrigens auch abgeschlossen, bevor ich die Zone 2 geschafft habe. Ja, hier sind wir in Zone 3. Und für die Zone 3 müsst ihr das tatsächlich regulär springen. Ihr dürft nicht zwischendurch die Abkürzungen benutzen. Und den Teil hier kennt ihr wahrscheinlich aus dem bockschweren Modus. Da musste man tatsächlich nämlich entlang, oben bei diesen zwei Bananen. Und ja, dann heißt es, teilweise sehr, sehr schwierige Stellen laufen. Also hier auf gar keinen Fall die Abkürzung links nehmen, sondern geradeaus. Und dann müsst ihr gleich, ihr kennt das wahrscheinlich alle, durch diesen sehr, sehr schwierigen Eistunnel. Dann haben wir zwischendurch noch die Stelle, wo die Ziegen oder die Steinböcke darunter springen. Das solltet ihr alles am besten vorher gemacht haben. Ihr löst auch vorher hier den runterfallenden Eiszapfen aus, ansonsten schafft ihr das nicht. Ich verrate euch aber schon mal, das hier ist ein Bestzeit-Video und hiermit schafft ihr das locker und total entspannt, denn es gibt einen Trick, den ihr lernen müsst und es gibt zwei Tricks, die ich angewandt habe, die andere wahrscheinlich so nicht gemacht haben. Erstens, ich laufe hier einfach quer drüber. Scheiß drauf, wie das ausgeht. Ich habe bisher jedes Mal überlebt, diese Stelle. Mit ein bisschen Dodgen und das Feld gibt nicht immer Damage, 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 sondern ihr habt immer so ein bisschen eine Phase, solange ihr die böse Zone nicht verlasst, in der ihr keinen Schaden mehr bekommt. Also einfach quer drüber brettern. Trick Nummer 2 ist, wenn ihr runterfallt und dabei nicht sterbt, dann läuft der Timer weiter von diesem Abenteuer. Das heißt, nur wenn ihr sterbt, dann setzt sich das Abenteuer tatsächlich zurück. Ansonsten, wenn ihr runterfallt, ihr dürft einmal runterfallen. Danach blendet sich der Timer auch aus. Aber ihr dürft einmal runterfallen. Und das nehmen wir gleich als Trick, um eine riesige Zone zu überspringen, die ihr eigentlich laufen müsstet. Das heißt, ihr kriegt hier direkt Advanced Strategies mit meiner Wenigkeit, was selten passiert. Normalerweise probiere ich die Puzzle eigentlich basic zu lösen und auch die anderen Rätsel. Aber dieser Trick ist so gut und spart so viel Zeit, dass ich euch gar nicht mit dem regulären Weg belasten möchte. Ihr müsstet nämlich jetzt, ihr braucht natürlich vorher den Checkpoint und ihr dürft auch nicht einen Checkpoint weiter hinten holen. Hier den ganzen Teil ignorieren wir. Ihr landet hier direkt auf der Münze. Das heißt, ihr spart euch den ganzen Weg hoch von einem Checkpoint zum nächsten und müsst nur noch blitzschnell bis zum Ende laufen. Das ist Platz 6 Lebenszeit. Also gestern und heute. Zugegebenermaßen, es ist heute, ich glaube, als ich das gesprungen bin, war es kurz vor 11. Das heißt, Freitagmorgen kurz vor 11. Die Sub ist noch nicht mal 24 Stunden draußen, aber der Trick katapultiert einen ordentlich weit nach oben. Deshalb musste ich ihn euch auf jeden Fall verraten. Ihr müsst dann hier nur ein bisschen vorsichtig sein, dass ihr nicht nochmal in die Todeszone kommt. Und da liegt die letzte Münze. Das war das Video. Alle drei auf Gold. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Denkt ans Liken, denkt ans Abonnieren. Besucht getnews.de. Und da seht ihr es vor Unchewing. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.